Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rise of the Tomb Raider. Und jetzt geht's endlich Richtung Finale. Wir haben die 100% nahezu komplett geholt und es fehlt nur noch eine einzige Challenge, heißt das Wort. Und zwar so eine, ja, im geothermalen Tal müssen wir noch ein paar Hühner einfangen. Die spawnen aber aktuell nicht. Das ist ein kleiner Bug. Und allgemein heißt es, die spawnen wieder, wenn das Spiel vorbei ist. Keine Schweiz in die Kammer der Seelen. Konstantin. Sophia, könnt ihr ihn mit dem Katapult treffen? Wir versuchen. Mach dich bereit. Ich glaube nicht, dass ihr damit trefft. Wir versuchen es weiter. Wir laden das Katapult nach. Moment. Ihr Helikopter ist zu schnell. Wir werden ihn niemals treffen. Warte, ich habe eine Idee. Wenn ich auf den Feuerball schieße, trifft die Explosion vielleicht den Heli. Hoffentlich hast du recht. Gib uns das Signal. Wir sind bereit. Funksignal. Ja. Und Feuer! Und los geht's! Was war's? Dieses Schwein. First try! Schickt eine Einheit! Sofort! Ich will sie tot sehen! Okay, so. Also ich denke mal, Sammelobjekte gibt es hier wohl nicht. Unter Beschuss, ja. Das ist doch grad, ich habe gerade die ganze Zeit gewartet, bis der auftaucht. Hallo? Du musst doch tot sein. Wir versuchen, dieses Schwein loszuwerden. Ihr müsst sofort da weg. Nein. Danke, Sophia. Ah, das Gewehr ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Und du bist weg. Aua. Meine Fresse, ist ganz schön was los. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich lang muss, ne, das wäre hilfreich. So, ich kann hier mal alle ausplündern hier. Aua, wo kommst du denn her? Aber ich dachte mir schon, dass hier nicht nur normale Menschen kommen. Ich glaube, ich nehme mal die Schrot. Da hast du nicht mit gerechnet gesagt. So, komm her hier. Wahrscheinlich ist das hier schon der große... Ist das hier schon der Raum, in dem es große kämpft? Wahrscheinlich kann ich hier gar nicht abbauen. Das kann natürlich auch sein. Zumindest spawnt hier immer schön Muni. Ui. Ich bin noch nicht fertig. Das gleiche nochmal wie eben. Wir richten das Gegengewicht neu aus. Du bist gleich bereit. Okay. Okay. Sollte jetzt gleich weggehen. Das ist cool. Oh Mann, du Sack. Wir haben Lebensmittel. Ich will Kraft vorziehen. Das ist der letzte Befehl. So. Heppa. Na ja. Na, mal die Pistole. Wir haben ja noch genug Schuss. Ja, schon da oben bleiben. Das Problem ist... Scheiße. Geh nochmal hoch. Runtergefallen ist natürlich doof, ne? Okay, das war jetzt blöd. Schade. Aber gut. Ich denke mal, bisher komme ich ganz gut voran. Das wird ja noch nicht der Hauptshowdown sein. Also Konstantin muss ja auf jeden Fall noch kommen. Ob wir dann tatsächlich gegen Anna kämpfen müssen, keine Ahnung. Aber das werden wir sehen. Ah. Mensch.
Nur war zu doof, ne? Da wäre jetzt schon mal weg. So nach und nach alles wegsnipern. Geht schon. So, ich muss einfach. Ja, es war doof. Das war doof, ja. Das war. Ja, natürlich war das blöd. Ich habe gedacht, jetzt habe ich gerade Gelegenheit, mal Munition einzusammeln. Aber ich sollte damit echt warten, bis die echt alle weg sind. Mein Gott. Komm mal nicht ran. Bisschen doof, ne? So. So, weg damit. Ich glaube, hier oben ist gar nicht so schlecht. Ja, okay. Wenn von rechts natürlich einer kommt, ist das natürlich scheiße. Aber so prinzipiell ist das, glaube ich, gar nicht verkehrt, sich nach oben zu verpieseln. Das mache ich, glaube ich, gleich mal eben. So, komm hoch da. So. Meine Fresse. Ja, das, irgendwie konnte ich gerade überhaupt nicht schießen und nichts machen. Das war gerade ziemlich dämlich, das gebe ich zu. Ah, jetzt kommen sie echt von allen Seiten. Scheiße, ich mache jetzt mal direkt Angriff hier. Ich gehe mal darüber. Ja, genau so. Jetzt sollen wir doch unten bleiben. Wie viel kommen denn da? Also. Ich glaube, ich bleib doch oben. Meine Güte, es gibt ja keine Ecke, von wo die nicht kommen. Das ist ja richtig schlimm. Ich bleib jetzt da, wo ich bin. Hoffe, dass sich alles dreht. Mein Gott, sind das viele. Ich weiß nicht, auf wen ich zuerst achten soll hier. Mach ihn tot. Duck dich da wieder. Da kommt bestimmt auch noch mal Flammenwerfer. Auf die warte ich eigentlich schon die ganze Zeit, weil da gab es erst einen einzigen, glaube ich, bisher. Komm hoch. Auch weg. Na, da oben müsste noch einer stehen. An den komme ich aber nicht. Oh, so einfach. Okay. Da ist er wieder. Hast du's? Nadja! Na?
Sieh zu. Ich kann nicht mehr lange durchhalten. Hau raus. Ich bin bereit. Los! Ihr habt gehört. Feuer! Okay. Immerhin. Erste Stufe geschafft, würde ich sagen. Habe ich keine... Nee, habe ich nicht. Ihr seid ja eigentlich nicht so wild, ne? Das waren jetzt ja auf den ersten Blick auch nur 4 Stück, die hier rumlagen. Rumlagen, die liefen. Weg. Viel Geraffel hier, was ich nicht einsammeln kann. Das ist schade. Wo muss ich denn lang? Ich habe keine Ahnung. Hi. Finden Sie einen Ausweg. Ja, das hört sich gut an. Ist nicht. Also es gibt ja keine Sammel-Items mehr oder so. Wo kamen die denn eben her, ist die Frage. Kann ich nicht einfach da abhauen, da rauslaufen, wo die herkamen? Wahrscheinlich nicht. Zumindest gibt es ja noch Sachen einzusammeln. Ich muss wahrscheinlich eh hochlatschen. Dass ich ständig diese Dose wieder finde. Aha, da kann ich was machen, guck mal. Ich kann mir irgendwo... Aha. Sehr gut, ja. Aber dann kann ich hier nur mal im Kreis latschen, das ist auch nicht so sinnvoll. Ich guck mal eben. Da ist das Ziel, okay. Aha. Hier. Hallo Konstantin. Dein Bogen geklaut. Jetzt nur sie und ich, Lara. Sie haben keine Waffen. Was? Keine Helden. Ich habe keine Waffen. Sie mir her. Verstecken Sie sich nicht im Schatten. Mein Gott. Ich brauche irgendwas Explosives hier. Ich darf auch keine Sachen nehmen. So ein Scheiß. Oh! So, dreimal oder wie? Mein Schicksal liegt in der Kammer der Seele. Jetzt können wir. Okay, müssen wir dreimal machen. Da ist eine Dose. Ja, ich wollte gerade was basteln, als er mir in den Rücken schoss. Ist auch witzig, er nimmt mit den Bogen weg und ich habe keine Waffe mehr. Nimm hin. Was sagst du so? So. Das war das erste. Nein! Mein Schicksal liegt in der Kammer der Seele.
Ach, fuck. Weg. Wissen Sie, Sie sind stärker, als Ihr Vater jemals war. Er hätte es nie so weit geschafft. Wo bist du denn? Hä? Ja, ich kannte ihn. Als meine Schwester sich in ihre Familie einschlich, war ich da. Der Beobachter. Ich hab's. So. Oh, fuck. Da war Quicktime-Event angesagt. Das habe ich ja so schnell nicht geschnallt. Okay. Aber jetzt weiß ich, was ich machen muss. Aber cool, sehr cool. Die Frage ist halt, ob wir Anna noch bekämpfen müssen oder ob wir Anna eventuell bekehren. Ich hoffe auf bekehren so ein bisschen. Ah, ich darf da weitermachen, geil. Ui. War's das schon mit Konstantin? Das wäre ja schnell gegangen. Schicksal. Ich bin bestimmt zur Größeren. Das war niemals ihr Schicksal. Ihre Schwester hat ihnen das eingeredet. Ich habe es getan. Das alles. Für sie. Geht sie nicht einfach weg von mir. Halt! Trinity hat ihren Vater getötet. Nein. Sie lügen. Er flehte um sein Leben. Und als ihm das misslang, flehte er um ihres. Sie irren sich. Seien Sie still. Seien Sie einfach still. Fahren Sie zur Hölle. Hui. Das war Konstantin. Geil. Ja, habe ich es gar nicht so erwartet, dass es so schnell geht. Ja, was mache ich jetzt hier? Muss ich hier runterspringen? Nee, ne? Da hinten. Ach, ist doch was doof, diese Treppe. Hab ich nicht gesehen. Okay. Ein Bösewicht ist weg. Bleibt noch Anna. Die Frage ist, wie ist Anna jetzt uns gegenüber so eingestellt, ne? Hm. Anna! Stopp! Deine Männer sind besiegt. Dein Bruder ist tot. Nein, das ist, was Trinity gebracht hat. Tot. Nichts anderes werden sie je bringen. Gib es auf. Dafür habe ich alles aufgegeben. Und auf gar keinen Fall überlasse ich jetzt alles Trinity. Was ist mit deinem Vater? Du verdammst ihn, das Gespött der Geschichte zu sein. Wie kannst du das aufgeben? So kurz davor. Ich bin bereit, dieses Opfer zu bringen. Du darfst sie nicht bekommen. Denk an die Millionen, die leiden und sterben. Wir können sie retten. Wir können die Welt verändern. Gemeinsam. Der Preis ist zu hoch, Anna. Wir sollen nicht unsterblich sein. Der Tod ist ein Teil des Lebens. Du hast ja auch leicht reden. Du bist nicht die, die stirbt. Aber hier geht es nicht um dich. Es geht um die Menschheit, das zu beschützen, was uns menschlich macht. Sie kommen! Wir sind umstellt! Jacob, Achtung! Die Quelle ist nicht für die Welt bestimmt! Das ist deine Chance, Lara. Alles, was ich getan habe, was du getan hast. Es muss doch nicht noch ein Croft dafür sterben. Ich bin bereit dazu. Nein!
Halten Sie durch! Durchhalten. Das habe ich schon so lange. Sie wussten, ich zerstöre sie. In all meinen Jahren habe ich kaum jemand so Außergewöhnliches getroffen. Endlich geschieht es. Mein Ende. Es tut mir leid. Ich wollte doch nur etwas verändern. Das haben Sie schon. Das haben Sie schon. Geliebte Lara, ich denke oft, mein Vater würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, welche Schande ich über unseren Namen gebracht habe. Croft, was bedeutet das schon? Ich hoffe nur, irgendwann drückst du der Welt deinen eigenen Stempel auf. Denk dran, außergewöhnlich macht uns, was wir tun, nicht wer wir sind. Die Quelle zu zerstören war richtig. Aber er wäre trotzdem enttäuscht. Ich glaube, er hätte sich auch so entschieden. Na los, das Flugzeug wartet schon. Ich habe sein letztes Band schon 1000 Mal gehört. Aber es ist, als hörte ich die Worte meines Vaters erst jetzt, zum ersten Mal. Egal, welche Wahl er getroffen hätte, ich muss meine eigene treffen. Der Mythos von Kitesh war real. Dort ruhen Geheimnisse, die Welt verändern können. Ich muss sie finden. Nicht für meinen Vater oder sonst jemanden, sondern um etwas zu verändern. Ich hoffe nur, ich tue das Richtige. Okay, wir haben es tatsächlich durchgespielt. Doch in einem Part. Ganz ehrlich, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass das Finale so schnell geht. Ich habe gedacht, da kommen bestimmt noch so 4-5 Parts. Das war im ersten Teil ja auch so, dass da noch einiges kam, nachdem man diese Schwelle überschritten hatte, sag ich mal. Aber es war jetzt ja auch kämpferisch jetzt nicht so schwer, dass man da jetzt, gut, ich bin zwei, dreimal gestorben schon, aber ich hätte es mir jetzt tatsächlich noch ein bisschen schwerer vorgestellt. Also, ich ziehe jetzt schon mal mein Fazit, auch wenn wir gleich noch eben eine Herausforderung machen werden. Ich muss sagen, das Spiel gefällt mir sehr gut. Ich teile die Meinung von den meisten im Chat, dass der erste Teil besser ist. Allein von der ganzen Atmosphäre her. Einfach das Umfeld. Man hat halt diese Crew, mit der man abgestürzt ist. Man hat seine, ja, mehrere Freunde um sich, mit denen man zusammen versucht zu überleben und nebenbei eigentlich so ein Geheimnis lüftet. Und hier ist es so, man hat halt von Anfang an das Ziel, diese göttliche Quelle zu finden. Ist eigentlich, abgesehen jetzt von Jonah, der ja eigentlich nur am Ende und am Anfang mal auftaucht, ist man ja ziemlich allein unterwegs und lernt dann halt eine Truppe von anderen Leuten kennen, mit dem man jetzt erstmal nicht so die riesige Verbindung hat. Klar, Jacob mochte ich irgendwie von Anfang an, der ist auch irgendwie sympathisch gewesen. Dann kam ja irgendwann raus, dass er tatsächlich der Prophet ist oder eigentlich schon, ja, ich sag mal, keine Ahnung, wie viel 1000 Jahre lebt oder hunderte Jahre. Klar, ich fand seine Rolle schon cool. Es war irgendwie absehbar, dass er dann zum Schluss irgendwie sterben müsste. Also zumindest, wenn man davon ausgeht, dass wir die göttliche Quelle vernichten. Und es war von vornherein bei mir so, also ich glaube nicht, dass wir die göttliche Quelle finden und irgendwie mit nach Hause nehmen oder sowas, weil das stand für mich gar nicht zur Wahl. Weil dann hätte man echt sagen müssen, das Spiel wird zu abgedreht. So wurde es die göttliche Quelle vernichtet, alles ist gut. Wir wissen jetzt nicht, was aus Anna geworden ist. Wahrscheinlich ist sie jetzt tot, keine Ahnung. Es wurde jetzt ja nicht gesagt, oder ob wir sie mit nach Hause genommen haben, könnte ich mir auch noch vorstellen. Sie hat ja zum Schluss noch irgendwie in dieses, ja, wie soll ich das sagen, das göttliche Auge, wie nenne ich es einfach mal, die göttliche Quelle hat sie ja reingeguckt und hat aber anscheinend nicht so wirklich gewirkt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wenn sie schon infiziert gewesen wäre jetzt von dieser göttlichen Quelle, dann müsste sie ja regelgerecht auch sterben. Also die ganze Armee ist ja tot, die praktisch, also diese unsterblichen Leute, die praktisch die Quelle beschützt haben, sind alle gestorben.
Man hat ja gesehen, dass auch Jacob sich aufgelöst hat, weil er endlich seinen Frieden gefunden hat. So gesehen ist es ja eigentlich ein schönes Ende für ihn, weil er wollte ja schon lange sterben. Er hat gesagt, endlich ist es soweit. Er hat die ganze Zeit drauf gewartet. So gesehen finde ich das auch ganz gut für ihn. Was aus Anna jetzt, also hundertprozentig weiß man jetzt nicht, was aus Anna geworden ist. Ich vermute mal, dass wir sie mitgenommen haben. Vielleicht taucht sie ja sogar im dritten Teil wieder auf, wer weiß das schon. Ich finde es schön, dass Jonah überlebt hat, weil den mochte ich sehr gerne. Ich mochte ihn tatsächlich aber auch im ersten Teil ein bisschen mehr. Hier hatte er eher so eine Randfigur. Und ja gut, im ersten Teil war er jetzt nicht wirklich präsent, aber er hatte, glaube ich, mehr Charakter, fand ich so ein bisschen. Hier war er einfach nur so der gute Freund, der nebenher läuft. Ja, es fehlte halt so ein bisschen, ja, die Inspiration, hinter das Geheimnis zu kommen. Von Anfang an hieß es göttliche Quelle, unendliches Leben. Das stand irgendwie von Anfang an so ein bisschen fest. Und man wusste im ersten Teil halt nicht, was steckt halt hinter dieser ganzen Mystik auf der Insel, Yamatai und so. Und da, das war schon ein bisschen faszinierender. Ich fand es auch von der Umgebung her tatsächlich schöner. Es ist mal ganz abwechslungsreich, wenn man so dieses ja, Sibirische hat und Schnee und Eis. War cool, auf jeden Fall. Auch schön gemacht, keine Frage. Aber auf Dauer für ein ganzes Spiel ist dieses Schnee-Eis ein bisschen zu viel, fand ich. Also ich hätte mir ein paar... Gut, wir hatten dieses geothermale Tal, was auch ein bisschen ja ein bisschen mehr so sommerlich gestaltet ist, mit Dschungelgebiet auch so ein bisschen dabei. Das fand ich ganz schön, war Abwechslung. Aber das war auch, glaube ich, das einzige Gebiet, was so ein bisschen anders aussah. Und natürlich der DLC, der mit drin war. Also diese ganze Baba Yaga-Geschichte mit der Hexe, das fand ich einerseits auch ganz cool, aber ich habe von Anfang an auch gemerkt, dass das da nicht reinpasst. Also... Irgendwie habe ich ja gleich gesagt, als wir da diesen Drogenrausch hatten, hä, wie passt das denn jetzt zu Tomb Raider? Das fand ich jetzt irgendwie merkwürdig. Da habe ich dann irgendwie schon gemerkt, ja okay, das könnte eventuell DLC sein oder halt nicht zur Hauptstory gehören. Dem war ja dann auch so. Okay, ich breche jetzt mal an dieser Stelle die Credits ab, weil, okay, es kommt noch eine Cutscene. Anna. Du sagtest, noch ein Croft muss nicht dafür sterben. Was hast du damit gemeint? Du hast meinen Vater getötet, nicht wahr? Trinity befahl seine Hinrichtung. Ich konnte es nicht tun. Du lügst doch! Ich liebte ihn. Nein! Erledigt. Gut. Und was ist mit Croft? Nein, noch nicht. Okay, Anna werden wir im nächsten Teil nicht wiedersehen. Dann lege ich mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster. Cooles Ende. Also es ist schon mal eine Anspielung auf jeden Fall, dass es einen dritten Teil geben wird. Den werden wir natürlich auch zocken. Wahrscheinlich aber nicht mehr dieses Jahr. Wir haben jetzt 97%. Oh, das hört sich nicht gut an. Ich gehe mal auf Fortfahren und dann reisen wir mal eben ins geothermale Tal und versuchen die Hühner-Challenge zu machen. Ich glaube nicht, dass es für diese Challenge jetzt 3% gibt. Wir machen das so. Ich werde trotzdem jetzt erst einmal das Let's Play gleich offiziell beenden, nachdem wir diese Challenge gemacht haben. Dann werden wir nicht die 100% haben. Ich muss mich dann schlau machen. Da wahrscheinlich liegt das an den ganzen Upgrades, die wir noch nicht gemacht haben. Die konnte ich ja bisher noch nicht machen. Und dann werde ich offscreen halt mal gucken. Irgendwann zeige ich euch dann die 100%, woran es gelegen hat. Da wird vielleicht noch ein Bonus-Part kommen. Das hatte ich ja im ersten Teil dann auch so gemacht. Dass dann irgendwann später nochmal ein Teil kam. Wann der kommt, weiß ich nicht. Das kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen. Aber, wir machen die Hühner-Challenge, weil ich weiß, dass es die noch geben muss. Bin ich sogar schon da, wo ich hin will? Ich weiß, das ist ziemlich viel. Ja. Ich wünschte, ich hätte ihm beistehen können. Euer Volk in Sicherheit zu wissen, hat ihm Trost gegeben. Er starb friedlich. Danke, Lara. Unsere Eide wurden erfüllt. Was wirst du jetzt tun? Dies ist unsere Heimat. Wir bauen sie wieder auf. Aber es gibt sehr viel zu tun. Es sind immer noch Feinde in diesem Tal. Und es gibt noch so viel zu entdecken. Da geht's so.
Ich habe einen Huhn rumlaufen sehen. Und die Hühner sind Tatsache neu gespawnt. Das finde ich schön. So, also wir schnappen uns jetzt mal die Hühner. Wenn ich es dann schaffe, eins zu schnappen. Ich weiß gar nicht, darf ich überhaupt laufen? Versuch's mal. Komm mal her. Ich hab eins. So, ich mach die jetzt mal mit euch zusammen. Hallo. Da müssen sie rein, genau. Wir schmeißen sie einfach dahin. Genau. Und wenn wir das gemacht haben, dann gucken wir nochmal nach. Ob wir, oder wie viel Prozent wir dann haben. Und wie gesagt, dann mache ich dann irgendwann nochmal einen Part, in dem ich euch dann zeige, dass die 100% auch wirklich machbar sind. Jetzt haben wir hier einen Hasen. Da sind noch Hühner. Bloß nicht aus den Augen verlieren. Das sind sogar alle drei gewesen. Ja, hoffentlich sitzt gleich ein bisschen dichter dran. Jetzt muss ich sie. Ich weiß nicht, ob hier wirklich nur 5 Stück rumlaufen oder ob hier mehrere rumlaufen. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Ne, da ist ein neues Huhn. Sehr gut. So, das passt da rein. Ich habe doch gerade noch einen Huhn hier rumlaufen sehen. Den können wir schnappen. Da. Hallo Huhn. Das ist runtergelaufen. Da ist aber auch noch eins. Komm her. Ab eins. Es ist irgendwie eine total bekloppte Aufgabe. Schön entspannt zum Schluss. Also wie gesagt, ihr könnt mir ja auch gerne mal eure Meinung schreiben zum Spiel. Also ich finde es gut, auf jeden Fall. Es ist nicht schlecht. Aber Teil 1 ist tatsächlich so in meiner Rangliste auf jeden Fall noch davor. Ich bin aber auch schon auf Teil 3 gespannt, den wir uns dann nächstes Jahr wahrscheinlich vornehmen. Dieses Jahr habe ich noch ein paar andere Projekte im Kopf und ja, das schaffen wir schon. Ja, wie gesagt, wenn mir jetzt hier noch was fehlen sollte, und ich gehe davon aus, dass mir gleich noch was fehlt, ich gehe gleich nochmal zum Lagerfeuer und dann gucken wir mal, ob wir noch was upgraden können. Und wahrscheinlich liegt es vielleicht einfach nur an den Upgrades, das kann natürlich auch sein. Dann mache ich die immer offscreen nochmal, wenn ich ein bisschen Zeit habe, und dann ist das soweit. So, wir haben die Herausforderung geschafft. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt nochmal zum Lagerfeuer, was da oben ist. Hallo Huhn, dich brauche ich jetzt nicht mehr. Und ja, gucken mal, ob wir noch was machen können. Zack, sehr schön. Ein etwas längerer Part auf jeden Fall. Wir haben noch einen Fähigkeitspunkt erhalten. Stimmt, da fehlt uns ja auch noch einer, ne? Oder? Zwei sogar. Also das heißt ja, ja, ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen was tun. Sachen sammeln. Napalmpfeile haben wir jetzt. Okay, deswegen haben wir wahrscheinlich nicht alles. So, wir gehen jetzt nochmal eben kurz auf die Karte gucken. Da sehen wir jetzt ja 100% abgeschlossen. Ich glaube, dass wir hier auch alles haben. Ich gehe nochmal überall gucken. Achso, ich muss noch einen zurück. Geothermales Tal 100% abgeschlossen. Überflutetes Archiv 100% abgeschlossen. Das Orrery ist abgeschlossen. Die verlassenen Minen sind abgeschlossen. Die Akropolis ist nicht 100%ig abgeschlossen. Was ist denn das? Da fehlt uns eine Herausforderung. Okay, ich habe schon mal eine Idee, worum es gehen könnte. Okay, die Akropolis ist nicht 100%ig abgeschlossen. Ich weiß schon mal, wo ich hingehen kann. Aber das wird ein extra Part dann. Ne? Da gucken wir dann mal. Und dann kann ich ja bei der Gelegenheit auch gleich gucken, was mir da noch fehlt. Das ist aber das Einzige, was uns fehlt anscheinend. Okay, nur die Akropolis. Dann reise ich da gleich nochmal hin vielleicht. Oder nachher oder demnächst. Da fehlt uns aber echt nur eine Herausforderung. Okay, aber das soll es bis hierhin gewesen sein. Offiziell ist das Projekt jetzt beendet. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Ich kann ja mal eben ins Hauptmenü. Nee, halt, Moment, ich gehe mal ins Hauptmenü zurück. Jetzt können wir es zum Schluss nochmal eben machen. Hauptmenü, da, zack, jawohl. Da gehen wir aber eben hin. Dann sehen wir jetzt offiziell die Prozentzahl. Ich tippe mal auf 98%. Und dann machen wir noch wieder eine Herausforderung. Und wir haben 99%. Okay, Leute, da gibt es noch ein Part, wo wir diese Herausforderung meistern. Und ja, vielleicht reicht es dann ja schon. Müssen wir mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Und ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen. Es war ein langes Projekt, auf jeden Fall. Eigentlich ist hiernach jetzt das Remake von Resident Evil 3 geplant für PlayStation 4. Ich weiß aber nicht, inwiefern ich jetzt zum Aufnehmen komme, weil ich gerade Besuch habe. Die Steffi ist 2 Wochen da und da weiß ich nicht, wie ich zum Aufnehmen komme. Vielleicht
nehme ich zwischendurch noch eine kleine Sache auf, die ich dann zwischendurch reinhaue, das weiß ich noch nicht. Steffi und ich werden noch zusammen einen Livestream machen, wenn das hier ausgestrahlt ist. Vielleicht war der auch schon, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls haben wir das auch geplant, also wir machen auf jeden Fall was. Ich kann aber nicht versprechen, dass es jetzt nahtlos übergeht. Vielleicht habt ihr ein paar Tage Pause, bevor es mit Resi 3 dann losgeht. Ansonsten, danke fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal. Euer Alex sagt ciao, hauen Sie rein.